Kindergeschichten aus dem Kanton Luzern. Doch Geschichten für Kinder sind es nicht. Zu grausam sind sie, obschon in ihnen viel von Gott die Rede ist. Das einzig Tröstliche an diesen Geschichten ist, dass sie sich bereits vor Jahrzehnten zugetragen haben, in diesen beeindruckenden Häusern, in diesen Luzerner Kinderheimen. Rathausen etwa, vor den Toren der Stadt Luzern, einst eines der größten Kinderheime der Schweiz, damals ein bedrohlicher Ort, wo Lachen verboten war. Da habe ich als kleiner, mageres Bübli unter dem Dächli durch, da in diesen Raum hinein. Und dann konnte man hier wunderbar hinschauen, was hier ausser dem geschlossenen Tor gegangen ist. 13 Jahre, eine ganze Kindheit lang, verschwand Eduard Steiner hinter den Mauern von Rathausen. Seiner Frau will er das einstige Gefängnis zeigen. Und bei jedem Schritt werden wieder Erinnerungen wach. Das war also eigentlich ein Besuchszimmer, Besucher, die gekommen sind. Aber eben einmal im Jahr, meistens so im Februar, und Maria Lichtmesse. Da hat man einmal gesagt, das ist Austaten. Da sind die Bauern gekommen, die ein Verdingkind gesucht haben. Und dann musste man im Kreis herumlaufen und dann noch ein Bauer, also ich weiss, einer war da voraus oben, also aus Swil. Der hat sogar einen Bub hergenommen, das war ein bisschen Fetzen, und hat dann so, mach das Maul auf und dann, gut. Mal, den nehme ich. Und dann mussten sie im Haus, müssen, je nachdem, was man ist, von der Figur her, von der Kraft, nicht Intelligenz, das war nicht gefragt, zwischen 50 und 150 Franken zahlen, dass sie nicht bekommen haben. Meistens hat er gesagt, ja, kommt dann noch ein Päckchen mit Hosen und Hömmli und Zeug und Sachen über. Und ich habe, ja nicht nur ich, es waren etwa zwei, drei, die einfach nicht wollten zu den Bauern. Man hat nur die, die keine Angehörigen hatten. Das hatten Sie auch gehabt? Sie haben keine Angehörigen gehabt, oder? Ich habe keine Angehörigen gehabt. Auf jeden Fall habe ich nichts gewusst davon. Ich habe ein bisschen Kreide gefressen, Entschuldigung, verkaut. Und ein bisschen Öl, ganz ein bisschen Salatöl und ein bisschen Zucker drauf. Und das geschluckt und dann ist mir kotzübel geworden und ich war natürlich kreidebleich gewesen. Und habe gehüstelt. Und ich weiss noch, wo dann da die Oberin sagt, ja, wie ist es da mit ihm? Das ist sehr ein Intelligenter, den könnt ihr sicher brauchen. Und dann sagt, nein, das will ich nicht, der ist ja finnig. Der steckt uns die Kühe an. Und dann konnte ich wieder gehen und klatschen, als ich draussen war. Ich soll dir mal etwas zeigen, wie man mit dem muss läuten. Nicht einfach so. Ja, so. Sind Sie Ministrant gewesen? Steiner. Zeremoniar sogar, an der Oberministrant. Das Bimbele sieht für die Wandlung. Schön, ja, dass ich mal da aus und eingehe wieder. Jetzt kann man aufpassen, das ist nur noch der Blindboden. Das ist nur noch der Blindboden. Das waren alles Killefähne, wo wir alle miteinander im frohen Leichnam raustragen mussten. So, jetzt zeige ich Ihnen, was das ist. Das war Stretchen, Traffeln. Wo wir am Karfreitag, Karsamstag statt Killenglocken. Ui, das hat sich erinnern und gehört. Das ist Schottes halbs. Ja, schau der Herr. Läuten aus der Glocken dir großer Gott zur Ehr und jubeln und frohlocken. Von Meer hinauf zu Meer.
Ist das für Sie, Steiner, ein Kulturgut, einfach, wo Sie so emotionslos jetzt anschauen oder singen? Oder haben Sie da ja, andere so. Gefühle? Wut, nein, ich muss sagen, ich habe, als wir das können singen, Osterlieder, Weihnachten, ich hatte ja niemanden, der mich besucht hat, kein extra Geschenk, nichts. Weihnachten habe ich immer ein bisschen fad, ein bisschen kindergartenhaft, ein bisschen bäbelihaft. Ostern, das war eine Art wie ein Befreiungsschlag. Denn es war so, von Ostern weg haben wir auch noch am Nachtessen noch dürfen voraus. Und da sind ja die schlimmsten Sachen passiert. Die schlimmsten Sachen, die frechsten Streiche. Der kleine Eduard, das darf man sagen, war ein aufmüpfiger, wacher Bub. Das hat ihm viele Schläge beschert. Aber wohl auch das Geschick, an diesem Ort zu überleben. Und nochmals scheint das alte große Haus den Rückkehrer mitsamt seiner Frau verschlingen zu wollen. Ja, das ist ein Ding von der Nonnen, ist das Zimmer gsi. Ja, ja. Die haben hier in die Rüsse gesehen. Von dieser Seite siehst du in die Rüsse, aber siehst du, kein schön. Hat nie jemand dürfen warten. Ah, Moment. Aber das, schau mal. Und die ganzen Kleider? Nein. Das ist jetzt von einer anderen Taube. Ja. Grüezi, machen Sie da. Gell, könntest du mich nicht? Seitdem ich 12 bin, habe ich hier Probleme die ganze Zeit mit selben Zeugen. Es geht ein bisschen weg und kommt wieder. Das ist passiert in der Kirche, wo ich einmal von dem Vikar, der da war, ein dicklicher, gefräsiger Sieg war, richtig brutal. Da hat man mich mal gefragt auf dem Spielplatz, was ist jetzt in der Hostie drin? Und ich sage, in der Hostie ist Mehl und Wasser. Und dann wird es gepresst und ein bisschen trocknen. Ja, ist denn da nicht Fleisch? Nein, das ist kein Fleisch. Und dann kommt der Vikar zu mir, was mir einfällt. Den Leib Christi als Mehl und Wasser bezeichnen. So musste ich runter in die Kirche rein, vor dem Hochaltar im Gang knüllen, auf einen Besenstiel, zwei Bücher in die Hand und ganz laut ein Litten einbetten. Und dann ist mir fast schlecht geworden. Ich hätte es brünzeln können, ich konnte es nicht mehr verhalten auf dem kalten Boden. Ich mache so mit den Büchern und dann kommt er von hinten. Es war also mehr als einen halben Meter. Ein Messinglineal. Messing. Schöne. Golden Glänzen. Und haut mir mitten auf die Birne da. Und weil ich am Morgen immer noch nicht verwacht bin, ist dann ein Herr Dr. Nickli von Emmen. Ist dann gekommen. Ich habe eine schwere Hirnerschütterung. Und da müssen wir jetzt schauen, ob es super verwachsen. Und sie haben dem Doktor erzählt, ich sei die Stegen abgefallen und habe den Kopf am Geländer angeschlagen. Steiners Ehefrau kennt all diese Geschichten. Er erzählt immer wieder. Und wo wir jetzt hier durchgelaufen sind, das war mir, wie wenn ich das alles eben auch schon erlebt habe und kenne. Du bist beschäftigt, ne? Ja. Und ich hoffe schon, dass er irgendwie mal ein bisschen drüber wegkommt. Da hoffe ich so fest. 1883 wurde aus dem einstigen Frauenkloster Rathausen ein Kinderheim. Eine kantonale Verpflegungs- und Erziehungsanstalt für arme Kinder. Geführt bis 1976 von katholischem Personal, einem Priester als Direktor und Ingenbohler Schwestern als Erzieherinnen. Meist waren hier über 200 Buben und Mädchen versorgt. Rathausen war eines der größten Kinderheime der Schweiz, ein Massenbetrieb hinter Klostermauern. Über 3.500 Kinder haben hier in all den Jahren einen Teil oder gar ihre ganze Kindheit verbracht. Eduard Steiner kam 1939 als Fünfjähriger nach Rathausen.
ein uneheliches Waisenkind. Der aufgeweckte Bub wurde gedemütigt, verprügelt, misshandelt. Und doch konnte ihn Rathausen nicht brechen. Von ganz unten schaffte er den gesellschaftlichen Aufstieg und wurde Unternehmer. Den düsteren Erinnerungen an das Kinderheim aber konnte er nie entrinnen. Im Luzerner Staatsarchiv liest Eduard Steiner zum ersten Mal, was die Schwestern und andere Amtspersonen damals in Rathausen über ihn notiert haben. Sind die Eltern gestorben? Nein. Mutter ist 1939 gestorben. Vater unbekannt. Berufswunsch des Steiner Eduard, Jahrgang 34, Willisau-Lamm. Missionsbruder. Ausgesprochen kindliche Motivierung. Die Berufsreife ist noch nicht vorhanden. Wie ist denn Berufswunsch gekommen? Das ist ja ziemlich eigenartig für jemanden, der Rathausen hinter sich hat. Was um eigenartig? Man ist auf das eingebläut worden. Das Betragen lässt etwas zu wünschen übrig. Punktro Verträglichkeit mit anderen Kindern. Eduard besitzt ein gutes Mundstück. Diese Eigenschaften erschweren die Erziehung. Verhalten in der Kirche störend. Zusammenfassende Schilderung. Ein echter Jude. Tatsache. Auch die Erinnerungen von Eduard Steiner fanden Eingang in diese aktuelle Studie über die Kinderheime des Kantons Luzern. Dieser Film will auch zeigen, wie viel es brauchte, bis diese schmerzliche Übersicht zustande kam. Josef Grüter, auch er schaute nochmals zurück. Kurz vor seinem Tod in einem Emmenbrücker Betagtenzentrum. Als uneheliches Kind war er nach Rathausen gekommen. Die Mutter wollte nichts wissen von ihm. Zu groß war die Schande. Und in diesen 10 Jahren ist mir die Mutter nicht einmal besuchen in Rathausen. Und das hat mir so wehgetan, ich habe so einen Hass bekommen auf die Mutter. Wieso kommt die nicht? Und ich bin schon meine Mutter. Ich war bald 50, als ich das erste Mal zu meiner Mutter gegangen bin. Ja, was? Ja. Wie war die Begegnung? Die hat mich gekannt. Ja. Aber es ist nicht so. Es war keine Liebe da. Sie war lieber gewesen, ich war nicht gekommen. Das einstige Kinderheim, wo sein Hass wuchs, liegt fast in Sichtweite. Aber sind Sie nachher wieder mal in Rathausen gewesen, das anschauen? Selber nicht. Vorbeigefahren. Warum nicht schauen? Nein. Bring ich nicht fertig. Ah ja? Bring ich nicht fertig. Dann hat jemand einen Knusterfall gesehen. Jetzt hat es auch keine mehr. Mhm. Nein. Ich habe nichts dafür. Mhm. Das bleibt einfach in dir drin. Mhm. Der Hass, den du hast. Wie die dich behandelt haben. Und die sollten die Schwester sein und die Liebe geben. Aha, und Wolf. Nein. Dann haben wir dort die Buben gehabt, die ins Bett gebisselt haben. Die mussten am Abend in einer Reihe stehen, ein Stück Brot. Dann schauen sie die an. Die sind die, die hier ins Bett gebisselt. Das sind die Tiere, die sollen die Tiere anschauen. So zur Schau gestellt. Die Schwestern, oder? Der Hass ist in die Idee gekommen. In diesen 50 Jahren habe ich das, was ich dort zu wenig bekommen habe, viel zu wenig, habe ich von meiner Frau bekommen. Liebe. Liebe. Das war wirklich Liebe. Wir haben dort schon gewusst, es geht ans Lebige. Wir haben uns gewehrt. Wir haben die Ungerechtigkeiten gesehen. Und wir haben auch gesehen, für das geringste Vergehen, da sind Dutzende von Mehrrohren geopfert worden. Für Schläge. Ja. Zusammen mit seiner Frau lebt Eduard Theiler heute in einem Luzerner Betagtenheim.
Als Fünfjähriger kam er nach Rathausen. Klar sind seine Erinnerungen, etwa daran, wie man gegen das Bettnässen vorgegangen ist. Und mitten in der Nacht, immer um 12 Uhr, hat die diensttuende Schwester, die hat dort in einem Kabäuschen geschlafen und hat den Wecker gestellt. Um 12 Uhr ist sie aktiv worden und hat sämtliche Kinder geweckt. In einer Kolonne neben das Bett rausstehen, hinter einem Paravan sich erleichtern. Und Bettkontrolle. Und wehe, die ein nasses Bett hatten. Das nasse Bett hat vielfach daher gerührt. Wir sind vom Mai weg, Ende Mai, bis Oktober, wir müssen barfuß laufen. Zwecks Schonung der Schuhe. Eduard Theiler kam zusammen mit seinem Bruder an diesen kalten Ort. Die alleinerziehende Mutter, eine Witwe, verdiente zu wenig, um die Buben durchzubringen. Das grausame System und die Trennung von der Mutter machten dem Fünfjährigen sehr zu schaffen. Und so suchte der kleine Bub den Weg durch Feld und Wald zurück zu seiner Mutter. Ich bin nur zweimal davon gelaufen. Dort. Als Fünfjähriger, ohne grosse Orientierungshilfe, habe ich einen Weg gefunden an der Zürichstrasse, wo meine Mutter ein Zimmer hatte. Und bin dort gelandet, auf den Stegen gewartet, bis sie am Feuer oben heimgekommen ist. Der nächste Weg, den sie gemacht hat, war, mich genommen an der Hand und ist wieder nach Rathaus gepilgert. Was hat sie anders wollen? Dort zumal hat man ist bitter gesehen, aber man hat nie eine Hilfe gehabt. Das Luzerner Dorf Eschenbach, unweit von Rathausen. Hier kam Hans Widmer zur Welt. Nachdem sein Vater gestorben war, wurden er und seine drei Brüder 1935 von der Gemeindebehörde nach Rathausen gebracht. Hans Widmer war 5 Jahre alt, als er von seiner geliebten Mutter wegkam. Und für 10 lange Jahre hinter Mauern verschwand. Wo er, der lebhafte Bub, immer wieder von Direktor Gottfried Leisibach verprügelt wurde. Hans Widmer hat diese Strafaktionen des Priesters als pädophile Übergriffe in Erinnerung. Das war ein unwahrscheinliches Attest. Dann mussten wir auf den Tisch sitzen, oder? Entschuldigung, Tisch liegen, he? Nicht wahr? Voll. Und dann hat er die Hose geruggelt, fest geruggelt, nicht wahr? Damit die Schläge mit einem Meerrohr, das Meerrohr gehabt. Mit dem hat er einen abgeschlagen, oder? Nicht? Und dann hat er die Hose geruggelt. Und das Ruggeln von der Hose, oder? Das hat zwei Bedeutungen gehabt, oder? So wie man es dann gemerkt später. Eins war, oder, dass die Schläge wirksamer waren, oder? Beim ganz angespannten Hose. Und das andere war, dass er einen Kontakt bekommen hat, oder? Als Homosexuelle, der Pädophile. Dass er den Kontakt hatte. Und man hat das richtig gemerkt, oder? Dass er da sexuelle Lust hat, befriedigt ihn nicht. Der kleine Hans vermisste seine Mutter sehr. Und so schmerzte die totale Abwesenheit von Liebe den Buben noch mehr als all die Schläge. Wenn sie jetzt Büsse haben, die Heimer, oder so kommt das und der will das Streicheleien halten. Und auch der Mensch braucht das und wir haben keine bekommen. Und das verstehe ich indirekt unter Liebe, oder? Zuneigung und. Rathausen war auch ein Kinderheim für Mädchen. Unehelich Geborene, Waisen, solche aus verarmten, verwahrlosten Familien. Die Mädchen waren von den Buben getrennt und die Hausregeln waren unerbittlich. Am Morgen darf vom Aufstehen weg bis nach dem Morgenessen nicht geschwatzt werden. In Schlafsälen und Aborten ist immer strenges Stillschweigen. Der häufigste Anlass für Strafen waren Reden und Lachen.
Eines der Rathausen-Mädchen hieß Anna Weber. Stolz erhebt sich über Malters der höchste Kirchturm des Kantons Luzern. Noch weiter himmelwärts in diesem Weiler am Berg oben kam 1939 Anna Weber zur Welt. Im Alter von 4 Jahren wurde sie vom Vater missbraucht. Danach auch noch von einem Nachbarn. Anna wurde, was man ein schwieriges Kind nannte. So kam sie im Alter von 8 Jahren nach Rathausen, wo die Schwestern versuchten, sie von den anderen Kindern fernzuhalten. Mir hat mich eine Zeit hat man mich total isoliert. Dann durfte ich überhaupt nicht mehr mit einem spazieren. Ich musste ganz allein gehen. Wenn eins neu kam und dachte, ja, das ist noch ein herziges Gespendli, dann wurde sie weggerufen worden. Du gehst, mit der glaubst du denn nicht, die verdirbt dich. Wie war das für sie? Für mich war das immer traurig. Jetzt kommt es ab. Entschuldigung. Ich durfte mit keinem reden, ich durfte mit keinem spazieren. Das ist lang, lang so gegangen. Und sind das als Psychoterror empfunden, sagen Sie? Ja. Das war Psychoterror, ja. Fertiger Psychoterror. Dr. Hofer, Anna Weber lebt heute in Winterthur. Sie ist fast erblindet und erhält täglich Besuch von der Spitex. Sie wehrt sich dagegen, verbittert zu sein, trotz des grausamen Starts in ihr Leben. Ja. Ich war etwa 10 Jahre alt. Das war die, wo dann langsam die Häuser gekommen sind. Die Pavillons außerhalb der Klostermauer. Pavillons außerhalb der Klostermauer, wo mir die gleiche Klosterfrau dürfen sagen, eben, ich gebe Zuchthäuser ab, ich gebe Diebin ab, ich gebe Säufer ab, ich gebe weiss Gott was. Alles aus Kind, Tiere in den Kopf werfen, was du alles abgibst. Und sie sind 10 gesehen. Ja, das ist doch schön, oder? Das ist eine Prognose, die einem selber niederdrückt, oder? Ja. Wo man immer noch dreht. Ich selber, ich muss sagen, ich könnte mich jetzt so in ich bin heute im schönsten mir fröhlich wünschen. Aber jetzt, es kommt ab sie. Ja. Ich habe nur riesen Wollen auf die Schaut. Riesenwut. Das Kruzi, das dunkle Arrestlokal von Rathausen, hat Anna ausgiebig kennengelernt. Im Kreuzgang, genau. Im ersten Stock. Das Kruzi war eigentlich immer für Anna reserviert. Ich sehe die grünen Türen heute noch. Mit dem Cookie dort. Und dann innen dran der Boden. Ich weiss noch gut. Es hatte kein Licht, nur durch das kleine Oblicht dort. Ja. Und sonst hatte es nichts drin. Ein Käse und sonst hatte es nichts drin. Da war man einen Tag dort drin. Ja, manchmal auch mich. Manchmal auch mich. Das hat dich Angst gemacht als Kind? Nein. Ich hatte meine Ruhe. Man konnte mir nicht mehr geschulden. Oder ich hatte meine Ruhe. Man konnte mir nicht mehr geschulden. Das ist doch auch etwas. Sie sagen, Sie waren an Bettnässerin. Wie hat man auf die reagiert? Eben auf die Bettnässerin hat man so reagiert, dass man mir ein Lindtuch über den Kopf hat. Und geschickt hat, spazieren mit dem Lindtuch. Am nächsten Morgen? Im nächsten Morgen. So auch nicht. Und ich, in einigen habe ich sogar sagen, Entschuldigung, ich habe ins Bett genützt. Also man hat sie sehr bloßgestellt eigentlich. Ja. Da haben die anderen Kinder vermutlich gelacht, oder? Ja, klar war ein Eisgewächter. Ja. Von ihrer Familie blieben Anna Weber nur Fotos. Die Familie hatte mit Anna gebrochen, nachdem der Vater wegen Kindsmissbrauchs ins Gefängnis musste. Anna war schuld daran, hieß es.
In Wolhusen liegt das Grab von Anna Bühlmann. Sie starb 1999, 86-jährig. Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Bertha in Rathausen, nachdem ihre Familie verarmt war. Bertha starb in Rathausen, wo sie begraben wurde. Ein Unfall, so lautete die Todesursache. Anna Bühlmann hinterließ ein Tagebuch, welches 10 Jahre nach ihrem Tod auf dem Estrich entdeckt wurde. Darin steht die erschütternde Wahrheit, woran ihre Schwester Bertha wirklich starb. Das Mädchen wurde von einer Nonne erschlagen, weil es in der Schule unaufmerksam war. Schwester Ursula nahm ihren Kopf und schlug ihn auf die Bank, bis es meiner Schwester schlecht wurde. Sie ging hinaus und musste erbrechen. In der Lernstunde wurde sie ohnmächtig. Ich sagte dann, das sei, weil sie von Schwester Ursula geschlagen wurde. Anna wurde deshalb bestraft. Auf Befehl musste ich die Holzschuhe anziehen und wurde in die Dunkelkammer gesperrt. Die Nächte waren für mich ganz schrecklich. Nachdem Anna der Schwester Oberin versprochen hatte, nichts zu erzählen, wurde sie nach 2 Nächten wieder rausgelassen. Unter qualvollen Schmerzen ist dann meine Schwester nach 14 Tagen gestorben. Im ganzen Haus waren alle sehr traurig. Es war der 2. September 1928. Der Sarg und das Grab waren wunderbar mit Lilien und anderen Blumen geschmückt. Als Todesursache wurde angegeben, das Mädchen müsse sich irgendwo verletzt haben. Nur ein halbes Jahr später wurde Paul Wildi von der gleichen Schwester eine große Treppe hinuntergeworfen. Der war so unglücklich gefallen, dass er sofort tot war. Er wurde neben meiner Schwester beerdigt. In der Zeitung Zentralschweiz am Sonntag, die das Tagebuch im Mai 2010 publizierte, zeigten sich sowohl der Regierungsrat des Kantons Luzern als auch die Provinzoberin der Ingenbohler Schwestern total schockiert. Rathausen liegt wie ein böser Schatten auch über dem ganzen Leben von Walter Fucher. Im Luzerner Staatsarchiv sind die Dokumente des längst geschlossenen Heimes verwahrt. Hier sucht der einstige Zögling nach schriftlichen Spuren aus seiner unglücklichen Kindheit. Da steht's geschrieben, 1942. Der Taufkeller da. Damals kam Fucher als 2-Jähriger ins Heim, zusammen mit 5 Geschwistern. Der schlechte da. Er blieb unerträgliche 14 Jahre lang. Ja, jetzt, oder? Da ist die Frage, fühlt sich das Kind wohl oder gehemmt in seiner Umgebung? Und die Klosterfrau geht jetzt, er fühlt sich wohl. Von wo hat sie jetzt das? Ja, es ist natürlich gut verrufen, oder? Der Vater war arbeitslos, die Familie verarmt. So gelangten die Fuhrerkinder an diesen Ort, wo Nonnen und Priester Zöglinge misshandelten. Das Bild, das Sie selber haben von Rothausen, wenn Sie zurückschauen, was ist das für ein Bild? Ja, ein Bild von einem Gefängnis. Kindergefängnis. Alois Kappeler war 8 Jahre alt, als man ihn nach Rathausen brachte. Auch er ein uneheliches Kind. Fast täglich liest er in der Bibel. Doch mit der Kirche hat er gebrochen. Groß ist sein Groll gegen den damaligen Direktor, den Priester Anton Sigrist. Dann tut man Monstranz in die Höhe heben und 10 Minuten später schlägt man einen ab. Das finde ich doch nicht christlich. Und darum bin ich also Kirchen ausgetreten. Ich will nichts mehr wissen von diesem Zeug. Ich habe gesagt, das hätte sie Bomben hineinrühren. Das ist alles, ob sie fliegt. Der Sigrist, das war ein brutales Hauhund. Hat sie die Zeit in Rothausen irgendwie geprägt fürs Leben? Ja, ich kann gemeingefährlich werden. Also ich weiß nicht, was ich mich. Mir darf einfach nie einen unter den Fingern schaben. Sonst ist es gefährlich. Ja.
Verstehst du, was ich meine? Es ist, aber ich gebe es zu, ich weiss meine Fehler, darum schaue ich, dass ich dem ausweichen kann. Aber sollte es so weit kommen, kann ich keine Grenzen. Es können keine Grenzen. Alois Kappeler und Walter Forer waren zu unterschiedlichen Zeiten Zöglinge in Rathausen. Bei einer Besichtigung versuchen sie, ihre Erinnerungen aufeinander abzustimmen. Es gibt Teile in diesem Haus, die haben sich unverrückbar in die Erinnerung eingebrannt. So das einstige Arrestlokal, das sogenannte Rutzi. Es war kein Bett drin. Rutzi da, ja. Sie sind nie drin, aber der Brüder haben sie gesagt. Ja, hat es einfach den Kübel drin für Fäkalien. Ja, Licht hat es keine gehabt, nicht. Ja, nur was da über das Gitter rein hat können. Und der Boden, das war ein Lehmboden gewesen. Wegen Wasservergehen hätten wir hier rein müssen? Ja, ganz sicher, wenn man abgegangen ist, wenn man über die Mauer ist. Es hätte auch können sein, wenn man hier auf der falschen Seite war, bei den Mädchen, oder? Ihre Brüder war mal hier drin? Ja. Warum? Ja, er ist über die Mauer ab. Er ist geschoren worden. Wie lange hat er müssen denn sein, der Brüder? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich nie reinkomme. In einer düsteren Kammer entdecken die Männer die abgelegten Requisiten eines Katholizismus, der damals in den 40er und 50er Jahren in der Zentralschweiz sehr mächtig war. Da mag mich also erinnern, die sind im Besuchszimmer oder vorrangig. Und im Abstellraum kommt es zu einer Begegnung mit dem einstigen Peiniger Direktor Leisibach. Ein Teufel in Natura. Der priesterliche Direktor residierte außerhalb der Klostermauer in diesem herrschaftlichen Riegelbau. Das Gebäude ist ebenfalls umgebaut worden und wird nun als Verwaltungsgebäude genutzt. Hierher zum Direktor und seinem scharfen Hund wurden die Kinder zu Züchtigungen beordert. Oh, und da ist dann der Direktor, da hat er sich Polka und da vorne ist das Käfig. Da ist ja ein Käfig, wo der Ast da drin war, ein Wolfshund. Ja. Als Heimkind stand Hans Widmer Todesängste aus, als er im Direktorenzimmer vom Priester und dessen Hund attackiert worden war. Und er hat schon getan wie ein Verrückter, als er mich noch schon gesehen hat, oder? Nicht wahr? Die Lippen hat er bis in die Augen aufgezogen, nicht wahr? Da hat man nur noch die Zähne gesehen und weiss der Kuckuck was. Und der Direktor hat mich genommen. Packt und hat mich immer zu dem Hund reingestossen. Und ich als Bub habe nicht so viel Kraft gehabt, aber habe doch so viel Kraft können entwickeln, oder, dass wir etwas entgegensetzen, oder nicht wahr? Ich bin zwar todmüde gewesen, so habe ich müssen kämpfen, oder? Und das ist eine grausame Erinnerung gewesen. Er hat mich dort fast wollen im Hund zum Fraß füttern. Er hat sich auch befriedigt, oder nicht wahr? In dem Moment, in dem er mit der Hand in den Sack hineingegangen ist und sich befriedigt hat, oder? Ich habe ihn erlebt als Person, wo man davor nur noch eins können haben, nämlich Angst. Schon wenn er einmal gekommen ist, wenn er einmal gelaufen ist, bolzengrad. Und wenn er wieder mal ein Kind abgeschlagen hat, in den verschiedenen Abteilungen, die wir hatten, ist er immer alle 14 Tage mal Kontrolle, hat das geheissen. Dann hat er sein Meerrohr hier oben am Hals können ziehen und hat es hinten rausgezogen. Er hat dann extra innen im Futter ein Täschchen eingebaut, eingenäht, wo das Meerrohr Platz hat. Er hat gesagt, das mache er, dass er immer schön gerade laufe. Ich habe einen Kast, richtig gehend Kast. Er hat mich mehrmals ins Büro aufgeboten. Dann hat er mich genommen, da bin ich also noch nicht mehr der Kleinste, noch nicht der Grosse, hat mich auf den Schoss genommen. Und wir haben ja immer... Also in welchem Alter sind Sie wirklich? Ja, da bin ich vielleicht etwa zweite, dritte Klasse. Neun. Ja, und dann hat er mich auf den Schoss genommen und hat da mit seinem, das heisst doch grausam, mit seinem unrasierten Gesicht, also Stoppeln hat er gehabt. Und dann hat er mich so geholt und vor allem eins, und darum habe ich heute noch manchmal Schwierigkeiten beim Küssen, aufs Maul geschmust. Und dann hat er mir unten in die Hösli hineingelangt.
Und als man dann, aufs, wie man hier gesagt hat, aufs Bisi gekommen ist, bin ich verschrocken und bin runtergekommen und bin davon gesprungen. Im Jahre 1949 beschwerte sich ein Winterthurer Vormund über die Misshandlung seines Mündels in Rathausen. Die Luzerner Regierung setzte daraufhin eine Expertenkommission ein, die vor Ort ein trostloses Straflager mit drei Dunkelzellen vorfand. Das Urteil war vernichtend. Zitat: Der Direktor und Präfekt sind in erster Linie strafende Götter. Man habe den Eindruck, dass die primitiven Strafmaßnahmen die hauptsächlichsten pädagogischen Handlungen darstellen würden. Der priesterliche Direktor wurde entlassen, doch die Pein in Rathausen dauerte an. Es galt weiterhin Leisibachs Bekenntnis. Zitat: In der Bestrafung der Kinder berufe ich mich auf göttliches Recht. Franz Lustenberger. Er schminkte sich die Traurigkeit aus dem Gesicht. Alles, was Ablenkung hat, bin ich Schwingfest, Kegeln, Jassen, Tanzen. Ich wollte nicht runtergehen, weißt du? Trotzdem viele Sorgen und gesundheitliche Probleme. Bin ich gleich immer wieder, darum bin ich immer wieder raufgekommen, oder? Der 11-jährige Franz Lustenberger kurz vor seinem Verschwinden hinter den Klostermauern. Rathausen. Das war jahrzehntelanges Schweigen. Bis zu meinem 65. Geburtstag konnte ich weder über die frühen Verhältnisse zu Hause noch über die Vergangenheit im Erziehungsheim Rathausen 1951 bis 1953 reden. Ich habe mich zu sehr geschämt. Franz Lustenbergers Vater war ein Trinker und schlug seine Frau. Zu Hause fehlte das Geld. Die acht Kinder mussten hungern. So stahl Franz Lebensmittel und kam deswegen nach Rathausen. Über Franz Lustenberger schrieb eine Klosterfrau in den Beobachtungsbogen, er habe eine übermäßige Neigung zu Geographie. Jedenfalls hatte er eine übermäßige Neigung, aus diesen Mauern auszubrechen. Über 50 Mal versuchte er es in den 2 Jahren, in denen er in Rathausen eingesperrt war. Da bin ich da an den Baum hochgeklettert, von dem Baum dahinter, und es fertig gebracht über das Mürli. Das glaubt ja niemand, aber es ist ja so, jetzt kann ich mich erinnern. Über Fluchtversuche ist in keinem der vielen Rathausen-Jahresberichte etwas zu lesen. Für Franz Lustenberger endeten die meisten Ausbrüche im Kohlenkeller des Klosters. Die hat mich manchmal einen halben Tag oder vielleicht am Morgen um 8 Uhr reingehauen und am Abend um 4 Uhr wieder rausgenommen. Wie war das hier unten? Ja, nicht so schön. Es hatte Mäuse und Ratten gehabt, oder, neben der Kohle noch. Das hat Ihnen keine Angst gemacht? Das Nein, es hat mir keine Angst gemacht. Die Schwester hat mir mehr Angst gemacht als Mäuse und Ratten. Um den Schlägen der Klosterfrauen zu entgehen, willigte Franz Lustenberger in einen Handel ein, wie er katholischer kaum sein könnte. Die Nonnen machten dem Buben den Vorschlag, ihn der Maria zu weihen. Damit werde vielleicht alles besser. Franz sagte ja. Und die Schwester sind natürlich hochbegeistert gewesen. Die haben das fast nicht geglaubt, oder? Und dann hat man das dann wirklich ein paar Tage später, am Sonntagmorgen, mit fünf Buben zusammen sind wir da mit dem weißen Gewand bei der Kirche, bei der Bank haben wir geknäuelt und dann sind wir da geweiht worden. Oder? Die barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. An deren Wirken erinnern sich die einstigen Zöglinge äußerst negativ. Oder die haben zum Beispiel einen genommen, da haben sie ihn auf den Tisch aufgelegt und zwei Klosterfrauen, eine hat noch den Hand, zwei Hände gehabt, die andere die Füße und eine hat geschlagen. So ist das gegangen. Die Regula, das war eine Hexe, sage ich alle Kollegen, ehemaligen, die ich treffe, das war eine absolute Hexe, sie war auch eine. Das ist eine böse Frau einfach. Für mich sind die Klosterfrauen einfach brutal gewesen. Also ich kann nicht schlagen, aber nie ein liebes Wort. Nur schlagen, 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 schlagen. Nonnen haben es gewusst. Sie haben genau gewusst, wenn es wieder geheißen hat, der und der zum Direktor, was jetzt passiert, sie haben es gewusst und haben nichts dagegen unternommen. Im Talkessel von Schwyz, zwischen den Mieten und dem Vierwaldstättersee, liegt der Sitz der Ingenbohler Schwestern. Eine trutzige Anlage,
das Mutterhaus von heute noch 3.900 Nonnen, die in der ganzen Welt Gutes tun. In ihrem 150-jährigen Bestehen zeigten die Ingenbohler Schwestern anerkanntermaßen ein starkes soziales Engagement. In Rathausen wird nun eine dunkle Seite dieser Geschichte deutlich. Die heutige Ordensleitung, weit entfernt von damals, ist zunächst irritiert, ja schockiert ob der Vorwürfe. Das hat uns sehr betroffen gemacht. Es zeigt uns auch, dass es wichtig ist, dass wir auch mit unseren Aufgaben, mit unseren Tätigkeiten kritisch umgehen, uns auch hinterfragen und sicher auch versuchen, Erkenntnisse daraus in der heutigen Gegenwart oder für die Zukunft umzusetzen, damit solche Geschehnisse nicht mehr vorkommen. Die Ingenbohler Schwestern haben eine eigene Kommission eingesetzt, welche ihre Heimgeschichte nun durchleuchten soll. Die politische Verantwortung für das Kinderheim Rathausen trägt die Regierung des Kantons Luzern. Sie hatte die katholische Geistlichkeit mit der Führung des Heims beauftragt. Sie setzte eine Aufsichtskommission ein, die wegschaute. Und sie verweigerte dem Heim ausreichende Mittel. Rathausen ist Geschichte. Dunkle Geschichte. Doch darüber fand im Kanton Luzern bis ins Jahr 2010 nie eine politische Debatte statt. Man ist von allen Offiziellen, von allen, wenn man so etwas erzählt hat, als Lügner hergestellt. Du lügst, du lügst, du lügst. Das ist nicht wahr. Man hat sogar manchmal ist man noch angespeizt worden oder eins an Grinde bekommen. Doch nun hatten erstmals einstige Zöglinge über ihre Kindheit im Heim gesprochen. Öffentlich, unter Nennung ihres Namens. Und was sie erzählten, war nicht mehr zu überhören. Auch die Luzerner Regierung hörte nun hin. Die erschütternden Geschichten bewegten Sozialdirektor Guido Graf. Namens der Regierung entschuldigte er sich bei den Heimkindern. Zudem gab er eine Studie in Auftrag. Es ist die erste dieser Art überhaupt in der Schweiz. Was ist Ihnen vorgegangen, wo Sie die Zeugnisse gehört haben? Also, es hat mich persönlich sehr betroffen gemacht. Es ist eigentlich tief gegangen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was ist dort passiert und wieso hat niemand über das geredet? Sind auch Konsequenzen gezogen, eine Studie in Auftrag gegeben? Nicht ganz risikolos, Sie haben ja nicht gewusst, was dort rauskommt. Was haben Sie da abgewogen bei diesem Entscheid? Es ist nicht darum gegangen, dass wir etwas abgewogen haben oder nicht, sondern es ist darum gegangen, man wirklich wollte wissen, was ist dort passiert. Und zwar aus dem Grund, ich brauche Sicherheit, das, was wir heute machen, also die Heimaufsicht, dass das gut ist, dass das funktioniert. Oder ob ich die Weiche muss neu stellen muss. Und dass ich die Sicherheit habe, muss ich die Vergangenheit können. Und das war eigentlich unsere Motivation von der Luzerner Regierung, dass wir das so an die Hand genommen haben. Die Studie über die Luzerner Kinderheime stützt sich auf 54 ausführliche Gespräche, die Historiker mit einstigen Heimkindern führten. Das Fazit ist eindeutig. Von sadistischem Erziehen ist die Rede, von folterähnlichen Praktiken, von pädophilen Geistlichen. Der Historiker Markus Furrer, Professor an der Pädagogischen Hochschule Luzern, leitete die Studie, in welcher über die Hälfte aller Interviewten von sexueller Gewalt berichteten. Und aufgrund von der Breite her müssen wir jetzt auch davon ausgehen, dass das Boden hat, dass das Hände und Füße hat, dass wir hier vor einem Phänomen stehen, das sehr verbreitet war. Diese Hinweise betreffen eigentlich meistens geistliches Personal, insbesondere auch zwei frühere Direktoren in Rothausen, jawohl, und aber auch Nonnen und auch Hinweise zu anderen Heimen, beispielsweise im Kinderheim Malters. Sind Täter oder Täterinnen da gerichtlich belangt worden? Da kann man sagen, nein, da ist es überhaupt nicht zu einer Nachlage gekommen. Das ist alles unter dem Deckel geblieben, größtenteils, oder? Nicht nur Rathausen, auch andere Luzerner Heime werden in der Studie genauer betrachtet. So auch das Kinderheim Sonnenberg. 70 Buben waren hier bis 1944 untergebracht. Damals publizierte der Journalist Peter Surava eine Artikelserie, illustriert mit diesen Fotos. Er geißelte die dortigen Missstände.
übermäßige Strafen, Essensentzug, Schläge. Noch im gleichen Jahr wurde das Heim geschlossen. Der Heimleiter wegen Misshandlung eines Kindes verurteilt. Das Krienzer Museum Bellpark widmete dem Heim eine Ausstellung und lud zu einem Rundgang mit einem einstigen Zögling. Das Interesse an den Ausführungen von Armin Meyer war groß. Ich habe mindestens 3-4 Jahre gebraucht. Als ich dann in der Lehre war, habe ich jeden Morgen fast im Schweiß gesagt, bin ich echt noch da oben oder bin ich nicht mehr oder bin ich jetzt wirklich frei? Und der nachhaltige Druck, das kann man nur erleben, wenn man eben sehr, sehr schlecht behandelt worden ist. Kein eigentlich, nicht einmal ein lobendes Wort, mal sagen, das hast du gut gemacht, das hast du wenig gemacht. Von Liebe wollen wir gar nicht reden. Wir sind einfach die Ausgestoßenen gewesen, von der Gesellschaft, die man irgendwo hat müssen versorgen musste. Und man hat sie ja versorgt. Kindergeschichten aus Luzerner Heimen. Einige davon sind nun publik geworden. Jahrzehntealte Geschichten. Doch sie haben die Betroffenen ein Leben lang verfolgt. Bis heute. Das ist klar, dass Kindheit, die habe ich nicht erlebt. Das einmal. Und das ist eine riesige Lücke, die ich im ganzen Leben dann gespürt habe. Auch der Start, ich konnte nicht können starten wie ein normales Kind von dem Elternhaus aus, sondern ich war einige Stufen tiefer gewesen. Wie hat auch du ihr Leben geprägt? Ja, ich würde sagen, Rothaus hat mir das ganze Leben verdorben. Wie meinen Sie das? Ja, so wie ich sage. Muss das sein? Ich bin gar nicht verbittert. Es kommt einfach. Es kommt hoch. Was da abgegangen ist, wissen Sie, das, deutsch gesagt, das geht in keine Kuhhaut. Auch die Luzerner Landeskirche hat ihre historische Schuld eingestanden und sich dafür entschuldigt. Kirchenvertreter enthüllten in Rathausen ein Mahnmal, welches an das Unrecht von damals erinnern soll. Jeder soll von diesem Bäumchen Äpfel pflücken dürfen, ohne deswegen in eine Dunkelzelle gesteckt zu werden. Wer hungrig oder wehen Herzens Äpfel stibitzt, ist kein Dieb. Rathausen ist schon längst kein Kindergefängnis mehr. Vor dem Amtssitz des einstigen Peinigers dreht sich ein Karussell. Es ist Rathausenfest, das Fest der Stiftung für Schwerbehinderte, die heute auf diesem historisch belasteten Gelände eine gute Arbeit tut. Dass erstmals eine Kantonsregierung den einstigen Heimkindern überhaupt zuhört, verschafft Armin Meyer eine große Befriedigung. Die Heimstudie, die auch in seine unglückliche Kindheit schaut, ist ihm viel wert. Ein ganz wichtiger und entscheidender Schritt war, dass man jetzt plötzlich uns ernst nimmt. Weil die Studien zeigen, dass nicht einfach die Einzelnen ablieren, das Geschehen, sondern dass plötzlich sehr viel sich meldet und alle ziemlich im gleichen Kontext und in der gleichen Art die Geschehnisse schildert. Für mich bedeutet das für meine Reputation das Wunder. Endlich kann man beweisen, dass ich zwar im Kinderzuchthaus war, aber völlig ohne jegliche Schuld. Endlich, nach Dutzenden von Anläufen, kommt es endlich auf den Tisch. Und zwar die Wahrheit kommt auf den Tisch. Jahrzehnte hat es gedauert, Jahrzehnte des Verschweigens und Verleugnens, bis der erste Schweizer Kanton bereit war, in die Geschichte seiner Kinderheime zu leuchten. Eigentlich müssten nun 25 weitere Kantone folgen.